fette Gitarre. Das ist keine Beleidigung unter MusikerInnen, sondern das, was wir unter anderem heute machen. Wenn du neu hier bist übrigens, dann empfehle ich dir Teil 1. Den gibt's hier. Und wir gehen jetzt in die vollen Stereobreiten mit Mach's dir selbst. Hallo meine Lieben, der Andi von Töricht hier. Immer noch 75% von euch haben nicht auf den Abo-Button geklickt. Und nochmal als Reminder, bei 100 Abonnenten werde ich eine ganze Woche beim Dreh den hässlichsten Pulli tragen, den ich finde. Aber wir machen jetzt weiter mit unserem Projekt. Wir haben letztes Mal aufgehört mit Busse und Farben und Ordnern. Wir nehmen auch unser Projekt vom letzten Mal, Andis Song. Wenn ihr da noch gar nicht drin seid, dann schaut euch zumindest den Teil von vorher an mit Busse und Farben, weil da werden wir auch ein bisschen schon das Projekt bearbeiten. Anyway, jetzt kommen wir zu den E-Gitarren. Diese werden wir dann nach links und rechts pennen und das gibt dann diesen sogenannten Wall of Sound. Den macht man jetzt mal wieder an. Für unseren Gitarreneffekt nehme ich den TH3, der ist bei Cakewalk schon dabei. Ihr könnt natürlich auch andere Effekte nehmen, wie zum Beispiel Guitar Rig von Native Instruments. Es gibt so viele VST-Plugins und Instrumente. Überrascht euch einfach. Ja, mal den mal unmuten, den fangen mit den LA und da ziehen wir uns den TH3 wieder in unser Effekt-Rack. Gewohnt euch gleich an beim Abmischen und Sound, vor allem bei der Soundfindung, immer den Song im Kontext hören. Also nie das Ganze auf Solo hören, die einzelne Spur, weil die Sounds klingen solo oft geiler als dann im Kontext und umgekehrt. Hier machen wir gleich unseren Gain Staging Prozess. Ihr seht zusammen bei plus 4 dB. Warum dieses ganze Gain Staging? Warum braucht man das unbedingt? Das Problem ist, wenn es von Anfang an schon zu heiß ist, das heißt zu nah an 0 dB, und wir lassen es durch den Bus und wir summieren es und wir lernen vor allem Effekte nehmen, wie zum Beispiel ein TH3. Die meisten digitalen VST-Plugins, vor allem die, die analoge Hardware simulieren, sind darauf ausgelegt, dass sie ihren Sweet Spot, also die Lautstärke, mit der sie am besten arbeiten oder am realistischsten umsetzen, bei ungefähr minus 18 dB ist. Und genau deswegen sind wir bei minus 18 dB. Entspricht ungefähr minus 0 VU, was in der analogen Welt immer der optimale Aussteuerungs- und Pegelwert war, und in der digitalen Welt ist es minus 18 dB. Und jetzt habe ich minus 18 dB verfreudigt oft mal gesagt. Für die Gitarre möchte ich jetzt auch noch zusätzlich einen Raumeffekt haben. Ich möchte das Ganze in einen Raum stellen und der Effekt, der Reverb-Effekt, das soll auch eine Raumsimulation sein. Da haben wir bei Cakewalk ja auch etwas, das nennt sich Rematrix Solo, und das ist ein algorithmischer Hall und den dämmen wir uns jetzt dazu. Aber wir schmeißen ihn nicht einfach hier in unser Effekt-Rack, sondern wir machen das über ein neues Routing, und zwar über den Send. Hatten wir ja schon mal in der Signalkette, habe ich euch das erklärt, was ein Send ist. Und den fügen wir jetzt hier ein. Das könnte ich jetzt machen, indem dass ich hier bei den Bussen einfach einen neuen Bus anlege und den nenne ich dann Reverb. Ich kann aber auch einen Aux-Track machen. Und ein Aux-Track ist im Endeffekt nichts anderes wie ein Bus, nur dass er in der Spuransicht liegt. Um einen Send generell einzufügen, klicke ich hier mit Rechtsklick und sage Send einfügen und dann wählen wir hier neue Aux-Spur. Jetzt haben wir die Aux-Spur hier, die Demo uns runter. Und die nenne ich Reverb Gits für Gitarren. Und da die auch soundtechnisch zu den Gitarren gehört, routen wir sie auch gleich auf den dementsprechenden Bus.
Das Einzige, was jetzt passiert, wenn ich den Track dazu schalte, ist, dass es doppelt so laut wird. Liegt daran, da in unserem AUX-Track noch keine Effekte drin sind. Das ändern wir aber jetzt. Auch der AUX-Track hat natürlich hier ein Pro-Channel. Und hier fügen wir jetzt unser Rematrix Solo ein. Rechtsklick, Modul einfügen. Rematrix Solo. Und als Effekt möchte ich unter Room den Open Gallery haben. Also irgendwie fast gar nichts verändert, weil wir haben hier noch einen Dry-Wet-Regler und der muss ja auch ganz rechts. Da dies kein Insert ist, sondern ein Send, müssen wir den Effektanteil immer auf 100% legen. Nochmal ohne. Und mit. Jetzt haben wir schon einiges eingestellt in unserer Gitarrenspur. Wir haben aber zwei Gitarrenspuren. Zum einen muss ich den Effekt übertragen. Das mache ich, indem ich die erste G-Taste gedrückt halte. Mit Klicken und Ziehen schieben wir das in den zweiten Gitarrentrack. Und wenn ich jetzt aufmache, sehe ich auch, dass es der gleiche Effekt ist, den ich bei dem vorigen hatte. Unser Gain Staging ist auch schon gemacht. Und wir müssen natürlich noch den Send einfügen. Auch hier wieder Rechtsklick, Send einfügen, aber jetzt nicht neue AUX-Spur, sondern natürlich schon die AUX-Spur, die wir haben. Reverb Gits. Auch hier schauen wir drauf, dass es die gleichen Werte sind, weil ich habe beide Gitarren ja gleich laut eingespielt. Mit nur einer Gitarre. Ohrenscheinlich hat sich jetzt nicht viel verändert, außer dass es wieder lauter geworden ist, weil wir müssen jetzt noch was tun, damit wir diesen Wall of Sound hinkriegen, und zwar Panning. D-Gitarre mit EGL, die schmeißen wir nach ganz links und die Gitarre mit EGR natürlich ganz rechts. Ich kann noch einen Schritt weiter gehen, ich kann auch meine Sends pennen. Reverbs genau in den gegenteiligen Panorama schicken. Also hier bei L schicken wir den Reverb ganz nach rechts und hier bei der EGIT rechts schieben wir den Pan ganz nach links. Damit dieses Wall of Sound funktioniert, es müssen zwei unterschiedliche Tracks sein. Es funktioniert nicht, wenn wir diese Tracks einfach kopieren und einfügen. Aber hören wir uns das selbst mal an. Alles kann, nichts muss, seid wieder mal kreativ, probiert es aus. Und nur weil ich jetzt gesagt habe, das macht man eigentlich nicht, darf es ruhig trotzig sein, Song jetzt erst recht. Nächstes Mal machen wir dann wieder mit dem Video weiter und unten drunter, wenn es mal wieder zu viel war, gibt es ein Video zum Chillen. Abo nicht vergessen, ich mag meinen hässlichen Pulli tragen. Und bis dahin, Bussi aufs Bauchibärli. Und sie.